Ja, Freunde, willkommen zu einem neuen Orakel von Matt Forecast. Und das Spiel diesmal Bundesliga, Samstag, 30.03.20, nicht 20.30 Uhr, 15.30 Uhr. Mercedes-Benz Arena in Stuttgart und die Partie VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Die Rückkehr von Julian Schieber an alte Wirkungsstätte. Ja, genau, und es hat ja fast schon solche Ausmaße wie die Rückkehr von LeBron James nach Cleveland. Aber auf jeden Fall, na ja gut, ohne jetzt in die Statistik reinzuschauen, weiß ich natürlich, dass Stuttgart momentan nicht so gut dasteht. Das beste Team ist, wenn man jetzt die Formkurve anschaut. Ja, zuletzt waren sie ja nicht so erfolgreich unterwegs. Was war nochmal? Also gegen Frankfurt haben sie jetzt am Wochenende, gegen Frankfurt haben sie am Wochenende vor den Länderspielen, waren sogar schon zwei Wochen her, haben sie sogar gewonnen. Aber gut davor, unverhofft kommt oft, ne? Ja, gegen Lazio dann verloren und sang- und klanglos ausgeschieden aus der Europa League. Dann natürlich die Heimniederlage gegen den HSV, das war natürlich dann auch nichts. Und ja, also die Europa League-Plätze sind da schon außer Reichweite, kann man sagen. Aber gut, sie sind noch im DFB-Pokal-Halbfinale. Nach Sieg über Bochum mit 2-0 müsste das gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, sie hatten schon echt eine. Also bis jetzt, sie hatten schon ziemliches Losglück, glaube ich. Bisher nur gegen Zweitligisten gespielt und auch immer nur zu Hause. Ja. Von daher. Fast schon Bayern-Methodik, ne? Ja, gut, auf jeden Fall, das macht dann nur eine Performance insgesamt von 36%. Bei Dortmund dann schon sieht das schon ein bisschen anders aus. Das zeigt die Formkurve. Ja, gut, nach oben will ich jetzt auch nicht sagen. Dafür ist es ein bisschen zu durchwachsen. Aber ja, zumindest konnten sie jetzt im letzten Spiel den Vorsprung auf Leverkusen ein bisschen ausbauen im Kampf um den zweiten Platz. Das sollte eigentlich doch unter in trockenen Tüchern sein, diese ganze Geschichte durch dieses 5-1 ne, gegen. 5? Ja, doch, 5-1. 5-1 gegen Freiburg. Ja. Mit zwei Vorlagen, einer Vorlage und zwei Toren von Sahin, dem Rückkehrer. Ansonsten, ja, was kann man noch sagen? Auffällig ist, dass von den letzten fünf Spielen vier immer unentschieden endeten. Eins davon war dieses kranke Spiel, das 4-4 im Westfalenstadion. Das war ja auch der ausschlaggebende Grund, warum sie Schieber überhaupt geholt haben. Ne? Ja, weil er einmal gut gespielt hat, ja. Stimmt schon. Das reicht dann schon. Einmal gut spielen und dann ist man sofort 500 Millionen wert. Ja, die Sache ist halt, er ist eigentlich ein Flügelspieler und kein klassischer Mittelstürmer. Deswegen haben sie sich da klar verplant. Ansonsten zu sagen, von den Spielen gingen 12 an Stuttgart, 13 unentschieden, 15 an den BVB. Von den Torschützen her bester Scorer bei den Schwaben ist Vedat Ibisevic mit 12 Toren. Ansonsten zu nennen sind da der Österreicher Martin Harnik, der hat 6 Tore auf dem Buckel, Christian Gentner und Ibrahima Traoré mit jeweils 3 Toren, sowie Herbert Kakao mit einem Tor. Ja, laboriert doch auch an seinem Kreuzbandriss, ne? Ja, der müsste immer noch im Aufbautraining sein, soweit ich weiß. Ja, bei Dortmund müsste Lewandowski aktuell, führender in der Torschützenliste sein, meine ich, mit 19 Toren. Dahinter Reus mit 11, Kuba mit 9, Götze 8 und Subotić mit 2 Toren. Ja, wie gesagt, Tabelle Dortmund aktuell 2., 49 Punkte, Stuttgart 12. mit 32 Punkten. Ja, zu den Verletzten, was kann man da sagen? Ja, bei Stuttgart fällt halt, wie gesagt, Kakao noch aus. Der müsste im Aufbautraining sein. Mamadou Ba ist noch verletzt. Ansonsten William Quist, Christian Molinaro und Joan Odell ebenfalls alle verletzt. Quist und Molinaro sind beide mit einer Gelbsperre dabei. Beim BVB Kehl und Ovomoyela, ja, wen wundert's, verletzt. Bender. Was ist das denn? Krank. Das ist krank, ja, auch gut. Ja, gut, die Frage, aber dann auch noch. Na, der spielt doch wahrscheinlich Dienstag wieder gegen. Der ist ja für die Nationalelf nachnominiert worden jetzt wieder, beziehungsweise war nominiert.
Ansonsten noch Hummels ja mit seiner, was war das, Bender-Verletzung, glaube ich. Ich dachte, Bender spielt. Wie kann er? Ah, Junge. Ja, wie gesagt, was kann man da großartig sagen? Mein Tipp für das Spiel ist ein 2-0-Sieg von Dortmund. Es ist mal wieder an der Zeit, dass sie da in Stuttgart punkten und beziehungsweise gegen die Schwaben und mehr als einen Punkt holen in dem Duell. Und wann ist es besser an der Zeit als jetzt, wenn Stuttgart eh von der Form her schwächelt? Also ich sag mal so, ich denke nicht, dass Dortmund ohne Gegentor bleibt. Das war im letzten Mal nie der Fall. Ich denke, der Harnik Martin wird ihnen einen einschenken, aber es wird trotzdem reichen und ich sage deswegen 3-1. Wenn sie sich doch durchsetzen, weil Stuttgart einfach doch zu schwach ist. Aber wenn es normal läuft, dann sollte es doch so kommen eigentlich. Ja, solange Ibisevic kein Tor macht, ist mir das egal, weil der ist meistens der, der gegen Dortmund trifft. Das ist nämlich, hat er schon zu Hoffenheimer Zeiten gerne mal gemacht, dass meistens dann halt Ibisevic der Bösewicht war.